Thorsten, ich habe dir was Schönes mitgebracht. Selbst aufgenommene PS3-Spielszenen der deutschen Version von Resident Evil 6 und jetzt endlich enthüllt die vierte Kampagne Ada's Story. Was sagst du denn dazu? Ich bin begeistert, habe es aber schon vor einem Monat ungefähr gewusst, weil ich es geahnt habe als alter Experte und bereits in der Preview-Version, die wir letztes Mal besprochen und auch im Heft gezeigt haben, hat sich's angedeutet, dass die Ada, weil die da eben dauernd unterwegs war und so, und dass die auch als KI-Figur mitgelaufen ist, habe ich mir schon gedacht, dass Capcom sich gedacht hat, ja komm, wir haben drei Kampagnen, könnte man noch eine vierte machen und eine fünfte und eine sechste und eine siebte. Die packen da eh alles rein, was es gibt. Ne? Ja, und ihre Kampagne ist zum einen eine Besonderheit nur solo spielbar, also es gibt keinen Koop-Partner, und zweitens ist sie sehr rätsellastig. Hier ist man in dieser Universitätsstadt Tall Oaks, wo auch das erste Kapitel spielt. Und steigt dann in die Familiengruft der Simmons. Der Derek Simmons ist so der Bösewicht von Resi 6. Und da muss man Rätsel lösen. Hier zum Beispiel ist ja die Truhe da eben in diese Falltür gefallen. Und wenn man jetzt an dem Hebel zieht, geht die Tür auf. Aber sobald man den Hebel loslässt, wieder zu. Und das Rätsel ist jetzt, lieber Thorsten, vielleicht kommst du ja selbst drauf. Ja, wie kriegt man den Hebel runtergedrückt? Und da hängen nämlich auch so Leichen an der Decke. Die kann man da runterschießen. Und die kommen auch immer wieder. Wie so ein wichtiges Teil eines Rätsels. Muss man die jetzt da draufziehen auf die Plattform und dann den Hebel ziehen? Oder ich habe keine Ahnung. Sag's, du kannst mir dann auch noch das da verschieben. Und die Entwickler haben gemeint, bitte verrate doch in deinem Video nicht, wie das Rätsel gelöst wird. Deswegen löse ich es beinahe. So. Okay, du zeigst also es nicht, wie man da einen runterschießt, sodass er auf den Hebel drauffällt. Nein, es geht direkt zum nächsten Rätsel. So der Klassiker, eine Tür und eine Stromquelle und dazwischen ein Kabel mit diversen Lücken, die gefüllt werden müssen. Mhm. Ja. Ich bin ja jetzt erstmal begeistert, dass du A, diese durchaus schweren Kopfnüsse lösen konntest. Ja. In weniger als 10 Stunden Spielzeit. Und B, begeistert darüber, dass die sowas überhaupt machen, weil ich bin ja ein großer Freund dieser etwas, ich sag's mal so, weit hergeholten, dreschigen Rätseleinlagen. Ja. Auch die Tatsache, dass man hier praktisch Mumien-Zombies bekämpft und das auch die da tief unter der Erde immer noch Munition dabei haben und sowas, ist ein völliger Blödsinn. Aber es passt schon. Ja, es passt zum Resident Evil Kanon und das ist das Wichtigste, weil da ging es noch nie um plausible Dinge, sondern einfach nur darum, Spaß zu haben und sich dabei wohlig zu gruseln. So, und jetzt kommen wir mal zu einer der Crossover-Szenen, die es trotzdem gibt, auch wenn die Ada-Kampagne nur solo spielbar ist, kann man, wenn man will, im Koop- oder Solospiel anderer Spieler landen. Hier jetzt bei Helena und Leon S. Kennedy, die im ersten Kapitel eben es mit Deborah zu tun bekommen. Das ist die Schwester Helenas, die infiziert wurde. Das ist übrigens das zweite Kapitel von denen, aber ist nicht so schlimm. Die erste Kampagne, verdammt noch eins. Wie dem auch sei, da können Spieler sozusagen aufeinandertreffen, dann wird das halt ein Dreimann-Koop oder eben ein Zweimann-Koop, je nachdem wie viel mitspielen. Hat allerdings auch zur Folge, dass man so viele Szenen im Spiel anscheinend zweimal spielen wird, aus verschiedenen Perspektiven. Also das war auch schon in der Preview-Version, die ich eben letzten Monat gezockt habe, so, dass man denselben Bosskampf aus zwei Perspektiven gespielt hat. Und da gab es zwar dann minimale Unterschiede, aber manchmal auch ein bisschen zu wenig Unterschiede für meinen Geschmack. Hier zum Beispiel die Deborah, die jetzt hier so war mal die liebe Schwester, ist aber leider mutiert. Hat sich auch gleich ganz ausgezogen, was natürlich auch von Vorteil ist für den Verkauf von so einem Spiel. Und den Kampf macht man mit Leon und seiner Kollegin fast genau gleich. Also man steht dann nicht oben und snipert, sondern ist dann halt unten und so weiter. Aber es ist letztendlich trotzdem der gleiche Gegner, der gleiche Ablauf. Hier auf die Fässer schießen und so weiter, die auch natürlich ganz zufällig in der Nähe eines Bosses immer gerne herumliegen. Aber trotzdem, solange es Spaß macht, bin ich begeistert. Und ich bin nach wie vor beeindruckt, wie viel Inhalt die Entwickler in Resi 6 packen. Das ist ja wirklich unglaublich. Wie altmodisch auch. Wahnsinn, also es ist für ein Actionspiel wirklich so richtig altmodisch, weil in Zeiten von Call of Duty, wo Spiele nur 5 Stunden dauern, ist das erfrischend und toll und nachahmenswert.